Ein demonstrativer Kuss für die Kameras. Alejandro und José María zeigen aller Öffentlichkeit, wie glücklich sie sind. Die beiden Argentinier haben die erste Homo-Ehe in ganz Lateinamerika geschlossen. Jetzt können wir uns endlich gemeinsam versichern. Wir haben dieselben Rechte wie andere Paare und wir haben es verdient. Die Behörden verweigern ihnen die Eheschließung zunächst. Das Paar zieht wegen Diskriminierung vor Gericht und bekommt im November Recht. Doch kurz vor der Hochzeitsfeier hebt ein anderes Gericht die Entscheidung auf. Erst die Erlaubnis der Gouverneurin von Feuerland macht den Weg für die Homo-Ehe frei. Es ist eine intime und zugleich eine öffentliche und politische Angelegenheit. Wir geben unsere Privatsphäre auf, damit alle Welt sieht, dass Lateinamerika und vor allem Argentinien sich für die Gleichheit vor dem Gesetz öffnen. Im katholischen Argentinien sind Alejandro und José María zu Symbolen der Schwulenbewegung geworden. Bis zur vollständigen Gleichberechtigung ist es jedoch noch ein weiter Weg. Es gibt noch viel Diskriminierung in der Schule, in der Familie, bei der Arbeit, auf der Straße. Die erzielten Fortschritte müssen ein Impuls für ganz Lateinamerika sein. Wenn ein oder zwei Länder für mehr Gleichberechtigung sorgen, werden die anderen folgen. Auch in Mexiko-Stadt dürfen sich Lesben und Schwule ab Februar das Ja-Wort geben. Die mexikanische Hauptstadt hat kürzlich per Gesetz die Homo-Ehe eingeführt. Auch dort haben dann gleichgeschlechtliche Paare die gleichen Rechte und Pflichten wie heterosexuelle Paare.